Willkommen zurück zu SFS Tutorial und heute werden wir zum Mars fliegen. Der Mars, der hat 4 Erfolge und zwar haben wir hier als allererstes die niedrige Umlaufbahn um den Mars, dann den Eintritt in die obere Atmosphäre, dann quasi die maximale Temperatur, die man dabei ausgehalten hat und quasi, dass man auf der Oberfläche vom Mars gelandet ist. Und die werden wir hier alle heute erreichen. Dazu bauen wir eine neue Rakete. Und ihr seht, ich habe ja hier wieder diesen kleinen Bauplan vorbereitet. Das ist quasi der Bauplan, den man hat, wenn man keine Expansion hat. Und darum geht es ja auch hier in der Serie. Ich möchte euch nämlich zeigen, wie man zu den Planeten reisen kann, ohne eben Expansion zu benötigen und eben auch nur die Teile zu nutzen, die verfügbar sind. Und das machen wir jetzt einfach. Ihr müsst die Rakete nicht unbedingt nachbauen, wenn ihr wollt. Ich habe einen Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn ihr trotzdem das sehen wollt, dann könnt ihr das einfach machen. Wir fangen hier einfach mal an mit einem Fallschirm. Dann werden wir hier eine Kapsel nehmen. Da bleibt eine Lücke dazwischen. Dazu komme ich gleich. Und dann nehmen wir hier ein Hitzeschild und packen den da drunter. Wir gehen zur Struktur. Nehmen hier dieses zweibreite Strukturteil, gehen zu Aerodynamik und nehmen diese seitlichen Fallschirme. Dann haben wir hier insgesamt 3 Fallschirme drauf und das ist auch recht nützlich, denn Mars hat eine sehr dünne Atmosphäre und ich würde gerne hier 2 Fallschirme nutzen zum Landen, damit wir weniger Treibstoff verwenden. Dann benutzen wir hier einen Steg. Ich nenne die Separatoren, das trennt dann hier unsere Kapsel vom Rest der Rakete ab. Dann kommt ein 15 Tonnen Treibstofftank hier hin und ein Kolibri-Triebwerk. An die Seiten kommen dann hier unten 2 Landebeine oder auch Landegestelle genannt und 2 RCS-Düsen. Dann baue ich hier unten wieder einen Separator hin. Dann ein 20 Tonnen Treibstofftank, ein Valiant Triebwerk, wieder ein Separator, diesmal ein 10 Tonnen Treibstofftank und ein 20 Tonnen Treibstofftank und ein weiteres Valiant Triebwerk. Das ist dann unsere Maximalhöhe quasi. Jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Breite, nämlich hier holen wir uns 2 Hawk Triebwerke oder auch Falcon Triebwerke. Und dann nehmen wir hier 2 von diesen 20 Tonnen Treibstofftanks, das sind dann insgesamt 40 Tonnen, und einfach hier diese aerodynamischen Spitzen. Und dazwischen packen wir hier diesen seitlichen Separator oder seitlichen Steg. Ich empfehle euch, da ein bisschen aufzupassen, denn wenn ihr das beispielsweise hier oben hin macht, dann verbindet sich der Separator sowohl mit dem Treibstofftank hier, als auch hier unten mit diesem Separator. Das heißt, man könnte dann diese beiden Stufen nicht mehr voneinander trennen. Daher definitiv weiter unten, beispielsweise hier. Und dann schalten wir hier die Triebwerke an, die unten. Dazu klicken wir das Triebwerk an, auf die 3 Schieberegler und dann auf Triebwerk anschalten. Damit haben wir die Rakete auch gebaut. Ich entferne das jetzt hier mal. Einmal darüber und das hier rüber, genau. Dann machen wir die Stufen und zwar als allererstes kommen hier die seitlichen Separatoren, dann dieser Separator und das Valiant Triebwerk, dann noch ein Separator und unser unser Kolibri Triebwerk. Danach kommen diese 2 Fallschirme. Und danach unsere Landebeine. Nochmal unsere Landebeine. Einmal fürs Landen, einmal fürs Starten. Und zu guter Letzt hier diesen Separator und diesen Fallschirm. Das ist dann unsere Rakete. Die ist jetzt fertig gebaut. Und dann lassen wir sie einmal laden und fliegen los. So, die Rakete ist geladen. Wir erhöhen einfach den Schub auf 100% und starten die Triebwerke.
Im Grunde machen wir dasselbe wie in den letzten beiden Folgen. Zu Anfang folgen wir einfach der Winkelanzeige oben links. Und ihr seht, die ist gerade auf 5 gesprungen, jetzt auf 10. Und dementsprechend drehen wir uns immer ein bisschen nach rechts. Und nur ein kleiner Hinweis, bevor ihr diese Mission durchführt, würde ich euch wirklich empfehlen, vorher zum Mond zu fliegen. Denn da erkläre ich noch ein bisschen mehr was, zum Beispiel über die Landung oder über Transferfenster. Das werde ich hier in dieser Folge nicht mehr so spezifisch erklären. Daher würde ich euch empfehlen, das auf jeden Fall auch zu schauen oder zumindest mal beim Mond zu sein, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Genau. Wir haben jetzt hier gerade 10 Kilometer erreicht und 60 Grad. Und unsere Booster haben bald keinen Treibstoff mehr. Wir drehen uns noch ein bisschen weiter. Jetzt haben wir das Maximum 75 Grad. Und die Booster sind leer. Wir koppeln die einfach ab. Und jetzt seht ihr hier unsere Apoapsis, also hier unser höchster Punkt, ist auf über 30 Kilometer gegangen. Das heißt, wir werden jetzt garantiert ins All kommen. Und für gewöhnlich mache ich das so bis zu 32 Kilometer. Das heißt, das ist jetzt schon eine ganz gute Höhe. Ab 25 Kilometer kann man dann eben den Zeitsprung nutzen. Wir klicken hier einfach auf die Bahn und sagen Time Warp Here. Wir erhöhen wieder den Schub auf 100%, starten das Triebwerk und drehen uns in Pfeilrichtung. Dann klicken wir hier auf die Rakete und fokussieren. Ihr seht, die Apoapsis kommt auf uns zu. Das heißt, wir sollten ein bisschen nach links drehen, um diese Bewegung eben zu verlangsamen. Und sobald sie oben angekommen ist, sollten wir versuchen, sie zu stoppen, was mir gerade nicht ganz gelingt. Aber ich denke mal, ihr seht, was ich meine. Also wir halten es schön weit nach rechts. Und jetzt seht ihr, kommt die Apoapsis wieder näher auf uns zu. Das heißt, wir drehen wieder ein bisschen nach rechts, um es wieder zu verlangsamen. Unser Ziel ist hier 1670 Meter pro Sekunde. Aber unser Treibstoff wird dafür nicht reichen. Genau, dafür starten wir jetzt hier die nächste Stufe und erfüllen damit dann unseren Erdorbit. Ich habe das extra so gemacht, damit wir eben keinen Weltraumschrott herumfliegen lassen müssen. Ist an sich relativ egal, aber mir gefällt so. So, wir haben den Orbit erreicht, während ich geplappert habe. Da speichern wir erstmal ab hier, QuickSave erstellen. Ich gebe dem jetzt keinen Namen, ich speichere das einfach ab. Und jetzt haben wir hier noch 84%. Wir zoomen jetzt mal weiter raus, bis wir dann den Mars sehen. Und da klicken wir auf Kurs fokussieren auf. Jetzt seht ihr hier wieder Begegnung, gestrichelte Linie, Transferfenster. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut euch das Mond-Tutorial an. Was jetzt erstmal wichtig ist, ist, dass die Erde auf das Transferfenster drauf muss. Dazu nutzen wir hier die Zeitbeschleunigung. So, und wenn wir dicht dran sind, können wir es auch ruhig schon verlangsamen. Also so. Jetzt seht ihr hier diesen Fluchtpunkt. Wenn der erscheint, solltet ihr die Zeitbeschleunigung stoppen. Wenn wir reinzoomen, dann seht ihr jetzt hier nicht Begegnung, gestrichelte Linie, Transferfenster, sondern Flucht, gestrichelte Linie, Transferfenster. Denn um zum Mars zu kommen, müssen wir hier den Einflussbereich der Erde verlassen. Und ja, das ist eben nötig, weil der Mars dreht sich ja nicht um die Erde. Jetzt haben wir hier diesen Punkt Transferfenster. Da muss natürlich wieder unsere Rakete hin. Aber wir sind schon viel zu dicht dran. Daher werde ich das jetzt hier gar nicht erst versuchen. Die Zeit, die ihr da seht, ist quasi die Geschwindigkeit, die wir zusätzlich brauchen. Also hier diese 805 Meter pro Sekunde. Ich werde hier hingehen, also schon deutlich davor. Das heißt, wir warten noch einen ganzen Orbit einfach ab. Und dann sind wir hier. Ich drehe das mal noch ein bisschen, damit wir etwa in die Flugrichtung zeigen. Wir erhöhen den Schub auf 100%. Ich glaube, jetzt starten wir einfach mal. Und dann erhöht sich hier eben unsere Apoapsis. Wir können die Zeitbeschleunigung
auf dreifache Geschwindigkeit stellen. Ihr seht jetzt auch, die Zahl wird kleiner. Das liegt daran, dass wir natürlich beschleunigen und unsere Bahn, die wir hier haben, nähert sich immer mehr der Bahn hier an. Ich verlangsame mal das kurz, denn hin und wieder kann es dazu kommen, dass hier der Mond im Weg steht. Daher müsst ihr es manchmal mehrmals probieren. Und ja, wir beschleunigen jetzt hier einfach noch so. Oh, das war zu viel. Egal, wir speichern ab. Und neue QuickSave-Datei. So, jetzt haben wir es abgespeichert und jetzt nutzen wir hier unsere RCS-Düsen. Und zwar verändern wir ein bisschen damit unseren Kurs. Quasi den Feinschliff machen wir jetzt damit. Und dann haben wir das hier. Und ihr seht, das spackt ein bisschen rum. Das macht es immer. Daher muss man immer so einen ziemlich guten Zeitpunkt treffen, den ich gerade nicht finde. Nämlich eben genau dann, wenn unsere Periapsis, also der niedrigste Punkt, gerade so aus der Atmosphäre herausguckt, aber nicht zu weit. In etwa so, genau. Und dann beschleunigen wir einfach die Zeit, und zwar bis, sagen wir mal, bis hier. Und jetzt fliegen wir quasi zum Mars und, keine Ahnung, 8 Monate oder so vergehen in irgendwie 10 Sekunden. Ich weiß nicht, wo ich bin, da bin ich. Wir schalten die RCS-Düsen aus und drehen mal unsere Rakete ein bisschen, in etwa so. Denn wie ihr hier seht, wir fliegen quasi nach rechts, nach links oben. Heißt, wir zeigen nach rechts unten. Dann funktioniert das. Ich glaube, ich gehe mal noch ein bisschen näher. Genau so, das sollte jetzt auch reichen. Und zwar erhöhen wir jetzt hier unseren Schub. Zoom heraus. Ihr seht, unsere Bahn verändert sich. Sie wird deutlich kleiner. Und nicht mehr lange. Dann sollten wir auch einen niedrigen Mars-Orbit erreichen. Und ja, laut meinen Rechnungen sollten wir gerade so eben nicht genug Treibstoff dafür haben. Das heißt, wir haben es ganz knapp in die niedrige Umlaufbahn geschafft. Aber ich meinte einen kreisförmigen Orbit. Das ist wirklich nicht mehr viel hier. Daher würde ich sagen, wir gehen jetzt hier zu unserer Apoapsis. Wir drehen einmal um. Genau so. Dann erhöhen wir den Schub, so dass wir gerade so auf dem Kollisionskurs sind. Wir drehen wieder um. Und in dem Moment starten wir die nächste Stufe. Dann dreht sich das möglichst weit von uns weg. Und wir erhöhen unsere Periapsis wieder auf über 20 Kilometer, machen wir einfach mal 25. Dann gehen wir wieder hier hin und die Stufe kracht in den Mars rein, auf Nimmerwiedersehen. Und jetzt sind wir ein Stückchen weiter, so. Dann machen wir noch hier den Rest quasi fertig. So, da haben wir einen schönen Orbit und dann speichern wir nochmal ab. Ich mache mal eine neue Datei, um sicher zu gehen. So, jetzt haben wir hier mehrere Plätze, wo wir landen können. Planitia sind wahrscheinlich so flache Ebenen. Gale Crater ist eben ein Krater. Und da haben wir Olympus Mons, das ist natürlich der höchste Berg im Sonnensystem. Mit, ich glaube, 12 Kilometern Höhe. Da möchte ich nicht unbedingt landen, weil dazwischen eine extrem dünne Atmosphäre liegt. Und ja, das könnt ihr gerne ausprobieren. Ich mache das nicht. Keine Ahnung. Landen wir mal. Ja, wobei, landen wir in dem Krater. Wo ist der? Hier. Gale Crater. Wir gehen mal hier hin. Und dann drehen wir uns, wie immer, gegen die Pfeilrichtung. Und oben links könnt ihr auch schon sehen, da beginnt bald die Atmosphäre. Das heißt, wir sind wirklich nicht weit davon entfernt.
erhöhen auch mal die Zeitbeschleunigung. So, und ich weiß nicht, landen wir im Krater? Ja, komm, wir landen im Krater. Dazu gehen wir mal hier an den Kraterrand quasi. Beschleunigen die Zeit. Jetzt machen wir Folgendes, was eigentlich ganz dumm klingt. Nämlich wir drehen uns so quasi im 90 Grad Winkel zum Pfeil hin. Das führt dazu, dass wir eben eine erhöhte Luftresistenz quasi haben, einen erhöhten Luftwiderstand und wir werden stärker verlangsamt. Natürlich, der Mars hat eine sehr dünne Atmosphäre, da möchte ich im Grunde das Maximum aus dem Widerstand herausholen. Wir heizen natürlich auf, aber keine Sorge, das werden wir immer wieder verlangsamen. Jedes Mal, wenn wir auf 100 Grad Celsius kommen, drehen wir uns und wir starten das Triebwerk, um uns zu verlangsamen. So. Es steigt natürlich immer noch, aber keine Sorge, wir haben nämlich noch unsere Fallschirme. Die können wir jetzt öffnen. Ja, 4500 Meter jetzt aber. Und unser Kolibri-Triebwerk ist fast abgefackelt. Also war schon ziemlich knapp, aber so haben wir eine Menge Treibstoff gespart. Und jetzt sinken wir langsam aber sicher in Richtung Marsboden. Wir haben jetzt hier wieder die beiden Pfeile für vertikale, also in der Höhe, und horizontale, in der Breite, Geschwindigkeit. Wir können jetzt auch unsere Landebeine ausfahren. So. Und dann schweben wir dem Boden entgegen. Ja, wir werden im Krater landen. Das seht ihr hier, diese Schüssel quasi. Und dann beschleunigen wir ein bisschen. So, die Fallschirme haben sich komplett geöffnet. Aber ihr seht, die Geschwindigkeit ist immer noch ein bisschen hoch. Das heißt, wir müssen tatsächlich nochmal unser Triebwerk starten. Denn ich glaube, über 11,5 Meter pro Sekunde oder so gehen auch Landebeine kaputt. Und das sollen wir nicht, also müssen wir es definitiv ein bisschen verlangsamen. Und drehe ich nach links. Sehr schön. Wir sind auf dem Mars gelandet und zwar im Gale-Krater. Und der ist ziemlich groß. Ja. Wir können natürlich jetzt hier auch nochmal rauszoomen. Da haben wir den Mars. Und mit diesem Anblick können wir es einmal abspeichern. Ja, einfach Landung. Damit ich das später nachverfolgen kann, wenn ich Bilder mache. So, wir sind jetzt gelandet. Für den Vergleich, ich habe noch 2/3 an Treibstoff. Dann starten wir mal das Triebwerk wieder. Starten die nächste Stufe, also fahren die Landebeine ein. Dann drehen wir uns so, dass die Spitze quasi in den Bildschirmrand bzw. in die Bildschirmecke zeigt. Und dann warten wir, bis unsere Apoapsis die Atmosphäre verlässt. So, wir haben die obere Atmosphäre erreicht, das ist sehr schön. Und unsere Apoapsis erreicht gleich 20 Kilometer, da haben wir es. Jetzt müssen wir leider noch ein bisschen warten, bis 15 Kilometer. Aber das ist an sich kein Problem. So, dann können wir uns schon mal in die richtige Richtung drehen. Oje, jetzt sind wir auf dem Kopf. Wir beschleunigen die Zeit bis dicht außerhalb der Atmosphäre und starten wieder direkt das Triebwerk. Wir können auch hier wieder fokussieren, aber an sich ist das relativ unnötig. Mars hat eine so geringe Anziehungskraft, das heißt, wir werden kaum wieder zurück auf den Mars fallen. Und da seht ihr auch, haben wir gleich den Orbit. Ich würde ganz gerne bis hier wieder gehen, damit wir möglichst dicht da dran sind. So, dann drehen wir einmal. Und da haben wir den Orbit. Sehr schön. Jetzt machen wir dasselbe nochmal, und zwar rückwärts Kurs setzen auf die Erde. Und dann die Zeitbeschleunigung. Oh, Moment, speichern. Speichern ist ganz nützlich. So, wir warten jetzt, bis der Mars auf dem Transferfenster ist. Es könnte noch ein bisschen dauern. Jetzt können wir mal verlangsamen. Und stopp. So, dann fokussieren wir mal den Mars.
Hier haben wir unser Transferfenster. Drehen wir uns mal hier hin. Und dann drehen wir uns in Flugrichtung. Und jetzt starten wir unser Triebwerk und verlassen den Mars. Dreifache Zeitbeschleunigung. Genau so. Dann sehen wir schön unsere Bahn, wie wir zur Erde fliegen. Und da haben wir die Begegnung. Wir fokussieren die Erde, nutzen unsere RCS-Düsen, um eben ein bisschen näher zu kommen. Kann ich die nutzen? Nein, leider nicht. Dann machen wir es mit der RCS-Düse hier. Es dauert jetzt natürlich ein bisschen. Huch. Okay, das hat eben ein bisschen geglitscht. Okay, ich weiß nicht, was hier passiert. Egal. Es wird schon irgendein Bug sein, den es gibt. So, dann gehen wir mal hier. Komm schon, 13 Kilometer. Geht das nicht besser? Ich hätte nämlich ganz gerne so vielleicht 15, 20. So ist ganz gut. So, dann schauen wir wieder. Begegnungsseite ist hier. Ah, gehen wir mal auf Nummer sicher. Ich meine, wir haben es jetzt soweit geschafft. Da wollen wir kein unnötiges Risiko eingehen. Und dann haben wir hier die Erde. Sehr schön. Dann gehen wir mal ein bisschen näher bis hierhin. Denn vorher möchte ich noch den restlichen Treibstoff nutzen. Wir werden jetzt hier nämlich sehr, sehr schnell. Und den können wir dann eben nutzen, um uns weiter zu verlangsamen. So. Gegen die Flugrichtung. Okay, es war wirklich nicht viel. Dann koppeln wir das ab. Und da treten wir in die Atmosphäre ein. Es war sehr, sehr schnell. Also wir sollten unbedingt aufpassen, dass nicht unser Fallschirm davon geht. Und wie es aussieht, ist die Stufe kaputt gegangen. Ich kann sie leider nicht mehr sehen. Und damit haben wir es im Grunde schon geschafft. Wir sind in der Atmosphäre. Und wir werden so ziemlich garantiert auf der Erde jetzt landen. Es sei denn, wir verglühen. Und das wäre natürlich unschön. Währenddessen können wir auch, glaube ich, einen neuen Rekord setzen für die maximale Wiedereintrittsgeschwindigkeit bzw. Hitze. Ich glaube, wir hatten 3300 oder so. Und jetzt haben wir hier schon 3400, vielleicht auch 3500. Ihr seht auch, ich drehe es immer wieder ein bisschen. Ich will nämlich auf Nummer sicher gehen, dass wir wirklich nicht verglühen. Jetzt, wo wir es soweit geschafft haben, da muss man nicht doch noch verglühen. Deshalb immer Quick Saves machen. Genau. Und damit sind wir gleich in dem niedrigen Teil der Atmosphäre. Da haben wir 10 Kilometer erreicht. Und jetzt wird hier jetzt wirklich kein Problem mehr sein. Also jetzt werden wir auch nicht mehr sterben. So, da haben wir noch die letzte Stufe, unseren Fallschirm. Und unsere Kapsel ist deutlich stärker angekokelt. So, 1500 Fallschirm ausfalten. Und da haben wir die gute alte Erde wieder. Wir waren jetzt auf dem Mars. Sehr schön. Und damit kommt eine weitere Mission zu Ende. Als nächstes werde ich wahrscheinlich erstmal die Marsmonde oder ein Undock-Tutorial wieder machen. Weil mich Leute auf jeden Fall nach dem Undock-Tutorial gefragt haben. So, da geht der Hitzeschild. Und da landen wir. Sehr schön. Dann sagen wir einsammeln. Und ich werde mir jetzt die ganzen Sachen, die wir vorher schon erreicht haben, einfach überspringen. Wir haben den Einflussbereich der Erde verlassen.
Wir haben den Einflussbereich des Mars erreicht. Wir sind in die niedrige Umlaufbahn vom Mars. Dann nochmal die niedrige Umlaufbahn vom Mars. Okay, zweimal. Wir sind in die obere Atmosphäre eingetreten. Wir haben eine Maximaltemperatur von 288 Grad Celsius erreicht. Wir sind nochmal eingetreten. Okay, das ist wirklich ein bisschen geglitscht. Wir sind auf dem Mars gelandet. Wir haben wieder die obere Atmosphäre erreicht. Wir haben die Atmosphäre verlassen, den Einflussbereich vom Mars verlassen. Wir sind zurück auf die Erde gekommen und eine neue Maximaltemperatur 3465 Grad Celsius. Und natürlich sicher auf der Erde gelandet. Sehr schön. Damit gehen wir, nicht zu einer neuen Rakete, aber hier bitteschön die Rakete. Die ist in der Videobeschreibung, wenn ihr sie haben wollt. Dann haben wir hier die Achievements vom Mars alle abgedeckt. Sehr schön. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.